In diesem Video geht es darum, wie kann ich Geodaten in einer Graph-Datenbank in Neo4j darstellen? Wie kann ich diese Daten nutzen, um dann Konstruktionen von geografischen Objekten anzustoßen? Und ich habe hier eine schöne Website gesehen, openflights.org. Dort gibt es also eine Auflistung von Flughäfen. Es gibt eine Auflistung von Fluggesellschaften, es gibt ein Netzwerk, welche Routen die fliegen. Ich habe das jetzt alles mal hergenommen und habe diese Daten dann mal runtergeladen und habe die in die Neo4j-Datenbank reingeladen. Und da ist es jetzt so, man kann jetzt hergehen und kann sagen, ich möchte gern hier drin mal sehen, die Stadt Horta auf den Azoren. Klappe ich das einfach mal auf. Also ich stelle hier eine Frage, dann bekomme ich diese Stadt hier angezeigt. Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, dann kriege ich gezeigt, da gibt es auch einen Flugplatz dazu. Und wenn ich auf den Flugplatz klicke, dann sehe ich hier, ich mache das mal groß, dann sehe ich hier von Horta aus, welche Fluglinien sind da möglich. Das liegt jetzt alles hier, wie soll das anders sein, in Portugal. Und wenn ich auf Portugal draufklicke, dann merke ich, ah, da gibt es noch ein paar andere Flughäfen auch und so weiter. Das gleiche kann ich jetzt mal für Frankfurt am Main auch machen. Also Frankfurt am Main klappe ich jetzt auch mal auf. Haben wir den gleichen Effekt. Wenn ich hier draufklicke, gibt es zunächst mal einen Flugplatz da. Und natürlich ist in Frankfurt am Main etwas mehr los. Das heißt, wir sehen jetzt mal hier einfach mal die Routen, die von Frankfurt am Main angeflogen werden. Ich habe das jetzt mal eingestellt, dass hier maximal 20 Objekte angezeigt werden. Das heißt, da ist natürlich noch mehr drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf noch eine andere Ortschaft gehe oder auf einen anderen Flugplatz gehe, dann kommen da noch weitere Routen dazu. Also so ergibt sich dann das Netzwerk aller Flugverbindungen von einem Standort aus. Frankfurt machen wir Jersey mal noch, damit wir das auch sehen. Jersey. Ah, hier ist es. Zack. Haben wir den Flughafen. Und es war eine kleine Insel, aber von dort aus kann man ganz gut sonst wohin fliegen. Und dann habe ich hier noch Flores. So, okay. Wenn ich jetzt in FreeCAD reingehe, dann gibt es eine Schnittstelle, wo ich über eine Graphen-Datenbank auf diese Neo4j-Daten zugreifen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal den Airport Flores genommen, habe hier eine Abfrage, zeig mir den Flugplatz, der in der Stadt Flores liegt, gib mir Länge und Breite an und dann starten wir von der Geodat Workbench den Import der Daten und das läuft jetzt einfach so ab. Also es fehlen natürlich jetzt die Höhendaten, dafür geht es etwas schneller, wenn wir das so machen. Jetzt muss er das alles noch ein bisschen rendern. Das dauert immer einen kleinen Moment. So, das wäre Flores. Und jetzt kann ich das mal ändern und könnte sagen, ich nehme statt diesen jetzt einfach mal Jersey. Die sind klein genug, die Flugplätze. Das sieht man auch was. So. Die Idee ist also einfach Daten in einer Datenbank gespeichert zu haben, Geodaten, Ortschaften und so weiter und dann noch Bedarf aus dieser Datenbank sich Informationen zu holen und dann hier draus was zu machen. Also hier nochmal ein weiteres Beispiel und wir springen nochmal rüber in die Datenbank. Also hier haben wir den Effekt, dass ich sage, wenn ich jetzt
mir sowas mal anschaue, dann habe ich unten, hier unten in der Zeile, das geht immer weg, wenn ich mit der Maus hier hingehe, habe ich die Informationen. Also hier zum Beispiel ist es die City Horta. Und dann habe ich jetzt hier einen Flughafen mit all seinen Informationen, also den geografischen Daten und auch den Abkürzungen, die im Flugwesen benutzt werden, die Höhe, da steht dann Information da. Und ich kann diese Daten natürlich auch hier mir einfach ausgeben lassen als Text.